Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Schön, dass ihr am Start seid. Ich habe noch mal ein bisschen weitergemacht, aber nicht viel. Ich habe hier hinten noch die Steine etwas weitergebaut, ist noch nicht ganz fertig, muss hier rüber noch gehen, dann muss ich aber den Boden noch anheben. Und hier auch um das Ding drumherum, das hat zum Glück so funktioniert. Ich hatte Angst, dass das nicht klappt mit den Steinplatten. Weil ich will das Ding einfach behalten, ich finde das relativ cool. Und ich habe hier hinten schon mal so ein Stück gebaut, wie ich mir das vorstelle. Ich habe es noch nicht ganz fertig gemacht, dass wir das natürlich auch zusammen noch machen können. Ach klar, die 6 Steine, die waren es wieder. Und zwar habe ich mir das eigentlich so vorgestellt, weil ich finde, das sieht irgendwie schon ein bisschen gekonnter aus als das. Irgendwie sieht alles besser aus als das. Und da würde ich mir halt hier gerne so am Ufer entlang halt hier so eine Steinwand ziehen, wie wir es hier sehen. Mit so einer kleinen Abgrenzung, vielleicht machen wir jeden zweiten Stein noch ein Stückchen höher, so ein bisschen festungsmäßig oder so. Und dann können wir das hier drüben da mal noch weitermachen und dann sieht das auf jeden Fall schon mal professioneller aus. Wir haben jetzt halt den Zaun auch immer schön komplett bis hier ran, das heißt, jetzt kriegen wir auf jeden Fall gar keine Gegner mehr hier in die Basis rein. Hoffe ich zumindest, sei denn die springen irgendwo drüber, aber das glaube ich nicht. Oder war ein kleines Rehlein baden, schön. Ja, und damit finde ich das eigentlich relativ cool. Das machen wir dann später hier mal noch weiter, dass das hier einmal drumherum geht mit einer Öffnung noch, dass wir zum Schiff kommen. Und ich werde dann einfach die Tage mal noch die Steinplatten hier weitermachen. Ansonsten ist nicht so viel passiert. Eigentlich glaube ich fast gar nichts. Ich habe hier mal noch so ein bisschen Deko-Elemente dran gebaut, aber jetzt muss ich sagen, sieht es gerade sehr kacke aus. Aus dem einfachen Grund, dass das schon wieder verwittert ist. Bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich es so lasse, aber irgendwie sieht es ein bisschen dreidimensionaler aus. Eigentlich muss da oben noch so ein Ding ran. Habe ich noch Holz einstecken? Egal. Und ansonsten habe ich das hier hinten alles mal noch ein bisschen tiefer gegraben, dass wir die Platten hier hinlegen können. Hier hinten noch etwas mehr begradigt. Hier waren ja noch so höhere Sachen, also wie hier drüben halt. Das war hier alles. Dass wir das dann auf jeden Fall bald noch ausbauen können. Ich freue mich sehr. Hier geht es echt gut voran und es sieht mittlerweile schon echt sehr, sehr hochprofessionell aus, was wir hier betreiben. Ich habe uns ansonsten mal noch ein bisschen Essen und so gekocht und auch mich um die Suppe und so gekümmert, dass wir jetzt loslegen können, weil heute machen wir tatsächlich zum Knochenwanst. Es hat eine ganze Zeit gedauert, bis wir es endlich mal schaffen. Ich habe mich belesen, wir brauchen 3 verwitterte Knochen, damit wir den Guten beschwören können. So, wir gucken mal. Also ich habe hier auf jeden Fall schon eine ganze Menge vorbereitet. Wir hauen jetzt einmal bloß schnell noch die Sachen weg, die wir im Inventar haben. Wir müssen noch Pfeile bauen. Ganz wichtig. So, dann brauchen wir. Auf jeden Fall haben wir gesagt, die Würstchen. Die Suppe. Und jetzt müssen wir mal gucken. Das normale Fleisch war besser, ne? 40, 30, 35, 20 und normales Fleisch. Das wird auf jeden Fall die Ausrüstung oder die Lebensmittel, mit denen wir uns vollstopfen. So, Rüstung passt. Wir können jetzt erstmal noch fix Werkzeug ein bisschen wegpacken, dass das Inventar leerer wird. Weil, wenn wir sterben, ist halt immer doof, wenn wir alles mithaben. Machen wir es erstmal so. Dann würde ich ganz gerne... Naja, Feuersteinpfeile und Brandpfeile eigentlich, ne? Brandpfeile haben wir da Harz gebraucht? Ich glaube ja. Wir gucken mal schnell. Wir stellen das bloß noch her, dann schwingen wir uns aufs Boot. Ne, das war die Schmiede hier. So, wo haben wir denn? Holzpfeil, Feuersteinpfeil. Wir brauchen noch Federn und Holz natürlich und für Feuerpfeile genau Harz. Aber wir haben echt kaum noch Harz. Bin ich etwas erschrocken drüber. So viel, wie wir eigentlich immer hatten. Also, wir brauchen Federn und wir brauchen Holz. Achso, und hier habe ich nochmal, ich weiß nicht, ob es in der letzten Folge schon war, die Tränke hier rübergeräumt, dass wir jetzt hier eine komplette Reihe mit verschiedenen Holzsorten haben. Und dann hoffe ich doch mal sehr, dass wir es schaffen. So, und zwar hätte ich ganz gerne Feuerpfeile, können wir aber nur 20 Stück herstellen. Aber Feuersteinpfeile sollten wir eine ganze Menge herstellen können. Dann machen wir uns halt damit voll. Nein, die feuern ja auch ordentlich Schaden rein. Deswegen heißen sie auch Feuerstein. 100 Pfeile, ach, ich bin auch doof. Wir brauchen doch gar keine Pfeile, die sind doch voll nutzlos gegen den Knochenwanz. Nee, wir brauchen unseren Hirschzertrümmerer. Oder Hörsprecher oder wie auch immer das Ding hieß. Naja gut, wir haben ein paar Pfeile. Hätten wir früher oder so gebraucht. Können wir jetzt mal noch ganz fix die Federn wieder wegwerfen. Harz noch weg.
Das hier weg. So, und dann müssen wir mal gucken. Wo hatten wir Waffen? Hier haben wir Waffen. Es ist natürlich nicht dort drin. Sondern wir haben es hier. Ah, ich würde mal sagen, wir lassen mal 9 Holz einstecken. Nur für den Fall der Fälle, dass wir doch mal irgendwie noch was bauen müssen. Und idealerweise nehmen wir uns auch gleich ein paar Sachen für ein Portal mit. Das heißt, wir brauchen... Wir haben extrem viele von den Kernen. Ich wusste das gar nicht. Wir so viele davon besitzen. Ich habe die hier in den Kisten gefunden. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo die herkommen. So, wir haben 2 davon. Dann brauchen wir noch 10 Grauzwergenaugen. Und wir brauchen, glaube ich, 20 Edelholz. Ich hoffe mal, dass es Edelholz war. Ich gucke gleich nochmal, aber es müsste es eigentlich gewesen sein. Portal. Jo, haben wir alles. Perfekt. Dann lasst uns nochmal schnell alles durchreparieren. Rüstung haben wir an. Dann geht's schlafen, dass wir ausgeruht sind und tagsüber... Dass es tagsüber ist und dann können wir direkt los. Ah, die verwitterten Knochen noch. Ah, das wäre es jetzt gewesen, wenn ich die vergessen hätte. So, Knochen. Und zwar haben wir hier verwitterte. Wir nehmen mal 4 mit. Einen für Notfall, falls wir einen verlieren auf dem Weg. Und dann können wir hier weitermachen. Ich freue mich sehr. Wir machen endlich dahin. Ich denke mal fast, wir werden es in der Folge nicht schaffen, bis dahin zu kommen. Weil es ist ja doch ein ganz schön weiter Weg. Aber zumindest können wir uns schon mal in die Richtung begeben. Na komm, so. Lass mal der nächste Folge auf jeden Fall den Guten besiegen können. Wir haben alles einstecken. Eiktür können wir drin lassen. Wir brauchen keinen anderen Skill. Das haut alles hin. Wir machen aufs Boot. Ach stimmt, wir haben ja auch sogar noch ein Lager im Boot. Ah, wir können sogar das Teil festhalten. Achso, wir hatten rückwärts eingeparkt. Dann müssen wir auch wieder rückwärts raus. Ich bin mir nicht sicher, ob man angeln kann, aber ich glaube, Fisch ist auch noch irgendwann eine Option. Omega-3-Fettsäuren brauchen wir eigentlich dringendst mal. So, was sagt denn der Wind? Na, nicht hundertprozentig auf unserer Seite, aber ist okay. So, dann schaut mal, wir machen jetzt... Wo müssen wir hin? Wir müssen hier runter. Ach du Scheiße. Wäre es schon fast schlauer irgendwie hier oben durch den Fluss, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir dann hier ordentlich runterkommen. Ich würde mal gucken, dass wir hier die Passage lang machen und uns dann hier nach unten begeben. Und ich kann es nur immer wieder sagen, ich mag die Musik, wenn wir auf dem Boot sind. Es hat immer so was Erkundungsfreudiges. Weltenentdecker. Stimmung kommt auf. Wir machen uns zum, ja, eigentlich schwersten Boss im ganzen Spiel. Kommen wir voran? Irgendwie gerade sehr, sehr langsam aus. Ganz schön stürmisch heute. Ah, wir haben wieder voll Gegenwind, ne? Ach, Mist. Ging gerade so gut los, voll gute Stimmung, geile Musik und 2 Sekunden später ist schon wieder eigentlich alles voll Kacke. Haben wir immer so ein Pech mit dem Wind? Weiß nicht, sind wir jetzt schneller, wenn wir paddeln? Gott, das kann ja Ewigkeiten dauern. Wir bräuchten ein Pferd. Am besten eins, was noch schwimmen kann. Naja, was soll's. Ja, wir machen uns zum schwersten Gegner im Spiel auf. Ich bin echt gespannt, ob wir es beim ersten Mal schaffen. Nein, wir müssen nochmal zurück. Ach, es tut mir leid. Wir haben den Met des Giftwiderstands vergessen. Sinnlos. Entschuldigung. Und außerdem wäre es auch gleich ganz schlau, das Portal schon in der Basis zu bauen und einen Namen zu geben. Dass wir direkt, wenn wir dort sind, auch wieder zurück können. Ach, Entschuldigung, jetzt haben wir ein bisschen Zeit verschenkt. Habe ich wieder nicht lange genug drüber nachgedacht. Nee, aber ohne Met des Giftwiderstands und eigentlich hatten wir doch auch noch so ein Ausdauermet. Ohne das geht's leider nicht. Wirklich nicht. Zumindest nicht mit meinen Skills. Jetzt haben wir Rückenwind. Ach, wenn wir das auf dem Weg dahin hätten, das wäre so cool. Sehen wir den Wind auf der Karte hier? Nee, ne? Aber der geht in die Richtung. Das heißt doch, wenn wir dann hier unten sind, haben wir eigentlich die ganze Zeit so halb Gegenwind. Ah, schade. Aber jetzt extra auf den Tag zu warten, wo der Wind passt, will ich auch nicht, weil wir haben es schon so lange rausgezögert. Wir werden es auch heute nicht schaffen, den Knochenmanns zu sehen, weil der Weg einfach zu weit ist. So, jetzt machen wir hier wieder ein bisschen langsam.
So passt es eigentlich. Bleib doch stehen. Oh, nein, nicht kaputt gehen. Nein. Müssen es nochmal schnell reparieren. Das ist schon ganz schön kaputt, das Boot. Jetzt haben wir es. Komm ich hier hoch? Ja. Also ganz schnell. Tränke. Was haben wir hier? Wir haben das Ausdauermet. Aber irgendwo müssen wir auch noch das grüne Met haben. Hier ist es. Dreimal. Met des Giftwiderstands. Und was haben wir noch? Gesunder Met. Wir nehmen es einfach mal mit. Jetzt ist das Inventar zwar trotzdem schon wieder komplett voll, aber naja. Und Dings wollten wir bauen. Jetzt hätte ich es fast wieder vergessen. Und wir müssen keins bauen. Ich habe hier eins stehen. Das Problem ist, ich habe die Portalkennung vergessen. Wir hatten ja ein Portal im dunklen Wald stehen. Und ich habe jetzt hier schon dunkler war ausprobiert, weil mehr Zeichen dürfen wir nicht nehmen und Dunkelwald, aber es war es nicht. Und ich habe leider vergessen, wie es hieß. Wir nennen das Ding jetzt einfach mal Knochenwanst. Oder Knochenwahn, ist auch gut. Dann können wir nämlich direkt, wenn wir dort angekommen sind, Portal bauen. Und können uns hier notfalls schnell wieder hin und zurück transportieren oder teleportieren. So, wieder zurück mit dir. Wind hat sich leider noch nicht wirklich gedreht. Und dann machen wir uns halt jetzt auf den Weg. So, und einmal rum und gerade durch. Ja, passiert gar nichts, weil Wind nicht passt. Dann mach halt mit Paddel. Ja, dann mach halt erstmal so. Oh Mann, hier passiert gar nichts. Würde jetzt gerne wieder geradeaus und nach links. Kriegen wir das irgendwie hin? Sieht gar nicht gut aus. Auch mit Paddel nicht. Die Wellen sind so stark, dass die uns hier ans Dings dran drücken, an die Steine. Wir kommen nicht voran. Auch mit Wind nicht. Ach Leute, jetzt habe ich mich so gefreut. Ja, der Wind dreht. Jawohl. Zumindest hat sich das Segel gedreht. Sehr cool. Ist zwar immer noch nicht genau auf unserer Seite, aber schon mal besser als vorher. Gut, dann machen wir uns jetzt auf den Weg. Ich bin mir nicht sicher, sollte ich im Boot was essen oder nicht. Einerseits brauchen wir gerade keine ausdauernden Leben, andererseits gibt es aber auch Flussmonster. Wenn hier auf einmal eins um die Ecke kommt, nee, da mache ich mir in die Hosen. Ah, ich kann gar nicht auf... Doch, ich kann aufs Inventar zugreifen. Wir essen mal zumindest die zwei Sachen, dass wir ein bisschen was im Magen haben. Und jetzt verlässt uns leider schon wieder der Wind. Aber ich glaube, mit Paddeln sind wir nicht unbedingt schneller. Ich glaube, das kommt fast auf selber raus. Naja, dann, das müssen wir jetzt halt ab. Dann dauert es ein bisschen länger. Anders geht's leider nicht. Aber wir haben wirklich einen ganz schönen Weg auf uns. Oder vor uns. Auf uns war nicht ganz korrekt. Aber ich freue mich auf jeden Fall sehr. Die Basis geht endlich voran. Mit dem Steinboden gefällt mir mega gut. Wir haben ordentlich Platz geschaffen. Das heißt, wenn dort überall noch Steinboden liegt, was ich die Tage jetzt versuchen werde hinzukriegen. Dann haben wir ordentlich Platz für ein cooles Haupthaus. Der Zaun ist endlich mal so weit in Ordnung, dass wenn irgendwann mal wieder ein Angriff kommt, dass wir hoffentlich etwas besser unterwegs sind. Weil aktuell konnten wir uns eigentlich noch nicht so wirklich gut verteidigen. Wir können ja zwischendurch mal in die Fähigkeiten reinschauen. Jetzt nur mal kurz gucken, wir müssen da drüben in den Fluss rein. So sollte es passen. So, was waren, ne, das waren die Trophäen. Wie sieht's denn aus? Eigentlich ganz schön schlecht, ne? Wir haben überall, also bei drei Sachen noch nicht mal ganz die Hälfte. Sprinten haben wir, aber Spitzhacken, Schwerter ist alles noch schlecht. Wir haben halt vor allem auch ja Schlagwaffen fast gar nichts, weil ich die noch nie benutzt habe. Ich hoffe mal, dass wir mit dem Hirschsprecher trotzdem irgendwie vorankommen. Ja, jetzt geht's eigentlich mit dem Paddeln. Weiß nicht, wenn wir das hier runter machen, werden wir schneller dadurch. Bin mir nicht so wirklich sicher. Ich glaube, mit dem Paddeln ist erstmal die bessere Variante. Oh oh. Ich glaube, wir setzen auf. Ach komm schon, du schaffst das Boot. Ich glaube an dich. Zieh durch. Ja doch, könnte. Ah, wird knapp. Ah, perfekt. Habt ihr es gesehen? So, also, wir paddeln hier lang durch.
hier runter. Mal gucken, wie weit das Festland noch geht. Und machen uns hier auf den Weg. Der Typ ist echt ewig weit weg. Aber die Karte wird immer größer. Zumindest die Bereiche, die wir schon erkundet haben. Und es sieht auch irgendwie schon mega geil aus hier, den kleinen Flusslauf mit dem Boot lang zu passieren. Du kannst abhauen. Also ich bin echt mal gespannt. Der Kampf soll krass werden. Ich hab's schon ein paar Mal erwähnt. Und vor allem halt auch ein Endboss, den wir nicht mit Pfeil und Bogen besiegen können. Das macht mir echt Angst. Aber wir werden das schon hinkriegen. Dann haben wir den dritten Gegner besiegt. Und sind auf jeden Fall schon mal ein ganzes Stück vorangekommen. Dann kommen als nächstes die Berge. Bin mir nicht sicher. Ich glaube, Silber und Gold finden wir jetzt dann noch. Und irgendwann das Schwarzmetall. Irgendwie sowas. Das ist dann das Stärkste an Material, was es gibt, wenn ich richtig informiert bin. Hier liegt ein kaputtes Boot. Ja, auch noch nicht gesehen. Unseres kann es nicht sein. Wir haben erst eins gebaut. Aber es geht. Wir sind eigentlich schon ganz gut vorangekommen. Dafür, dass wir von hier jetzt hier sind. Ja, so 4-5-fache Strecke ist es schon noch. Wir sind schon wieder bei 17 Minuten fast. Oh Mann. Das wird sich wohl doch noch ein bisschen ziehen, bis wir angekommen sind. Aber ich wollte die Bootsfahrt jetzt auch nicht ohne Aufnahme machen. Ich hatte kurz drüber nachgedacht. Na klar, es ist jetzt nicht so das Spannendste, aber effektiv finde ich halt einerseits die Bootsfahrten echt cool. Man hat halt immer so eine geile Lichtstimmung und man sieht so ein bisschen hier am Ufer in die Wälder rein und so. Und Titanic wollte ich nicht spielen. War zwar kein Eis, aber kommt auch selber raus. So. Ja, und wir entdecken ja auch eine ganze Menge von der Welt. Und deswegen dachte ich mir, wir machen das mal in der Aufnahme, auch wenn es vielleicht nicht das Spannendste ist. So langsam kriegen wir aber Rückenwind. Jetzt sieht es eigentlich schon ganz cool aus. Die Segel können runter. Müssen bloß mal gucken, wie weit geht denn das Festland? Müssen wir jetzt hier nochmal links einen Bogen fahren? Hier drüben ist überall noch Wald und ich glaube da hinten, das ist auch alles noch Festland. Ich glaube, wir müssen ein bisschen Bogen fahren. Ich hoffe nicht zu weit, sonst wird der Weg noch länger. Das wäre irgendwie nicht ganz so geil. Bin mir nicht sicher, ob es da hinten aufhört. Man sieht es halt nicht so geil. Wir fahren erstmal hin. Ah, cool, dass wir jetzt Wind haben. Das macht uns das Ganze doch etwas angenehmer. Ja, wenn wir Knochenwanz dann besiegt haben, machen wir mal wieder ein bisschen mit der Basis weiter. Vor allem das neue Haupthaus wollen wir halt bauen. Und halt generell mal noch ein paar Verschönerungsaktionen. Die Werft mal zu einer richtigen Werft machen. Gemütlichkeitsfaktor voranbringen. Und dann können wir auch gucken, dass wir ab und zu mal... Ah, Mist, ich wusste es doch. Voll Festland. Weiß nicht, ob hier nochmal so ein Fluss durchgeht. Sieht gerade so aus. Ja, und dann können wir auch noch ein paar Mal in die Sümpfe, dass wir noch genügend Eisen ranholen. Weil so alles aus Eisen haben wir ja noch nicht. Das Schwert ist noch Bronze, wenn ich mich nicht täusche. Ja, ne? Das ist noch Bronze. Das könnten wir auf jeden Fall mal noch zu Eisen machen. Das Schild prinzipiell auch. Aktuell kommen wir gegen die Trogger zwar ganz gut an mit dem Bronzeschild, aber... Muss ja nicht heißen, dass es so bleibt. Gerade wenn wir dann ins Gebirge gehen, werden ja nochmal stärkere Gegner kommen. So, jetzt ist die Frage, geht das hier hinten weiter oder ist jetzt hier gleich Sackgasse angesagt? Wie sieht's denn aus? Wir sind hier. So, ist das alles noch Festland? Ich hoffe mal sehr, dass wir hier durchkommen, aber eigentlich sieht's ganz gut aus. Drei Nixen. Hier sogar, ne? Ne, das war bloß ein Stein im Wasser. Eigentlich hätte ich Lust auf euren Schwanz, wollte ich jetzt sagen, aber das klingt ein bisschen komisch. Auf euer Fleisch, sagen wir es so. Wir haben alles dabei. Wir können ein Portal bauen. Wir haben die Mettränke dabei. Die Knochen, um ihn zu beschwören. Oh, hier wird es immer enger.
Hoffentlich kommen wir hier durch. Es ist aber auch immer ein relativ kleiner Bereich, den wir aufdecken auf der Karte. Man kann es halt vorher nie so genau wissen. Ich hoffe einfach, dass es irgendwo wieder in den Ozean endet und wir hier nicht eine 180-Grad-Wende machen müssen und wieder zurück. Das wäre echt ärgerlich. Hier sieht es auf jeden Fall auch echt friedlich und schön aus. Nein. Rüber mit dir, rüber mit dir, rüber mit dir. Danke. Noch ein Stück, noch ein Stück. Iuiuiui. Oh, oh. Na, jetzt müssen wir erstmal kurz zurückpaddeln. Ich war ein bisschen zu schnell unterwegs für die Wasserbreite hier oder Flussbreite. So, und wieder vorwärts bitte. Kleines Stück rechts. Warum treibt es uns denn so nach links? Nicht nach links treiben. Jetzt sind wir wieder auf Kurs. Perfekt. Ja, wir müssen an der Stelle jetzt hier leider erstmal Schluss machen. Ich hoffe mal, dass ich das Spiel hier so auf dem Wasser beenden kann. Und dass das dann alles wieder normal funktioniert, wenn ich lade. Ich danke euch erstmal fürs Zuschauen. Morgen 19 Uhr geht's weiter. Und dann sehen wir hoffentlich den Knochenwanst. Bis dahin. Macht's gut.